Hallo, heute will ich zeigen, wie man aus einem Target-Leiterplattendesign eine thermische Simulation mit TRM erzeugt. Ich bin kein ausgewiesener Target-User, ich benutze die Free Discover-Version und habe ein Zweilagenboard ausgewählt, nämlich namens Schrittmotor. Wie man Dateien ausleitet und so weiter, das weiß der Target-User. Was er vorher vor der Simulation wissen muss, ist, wie groß ist das Board und wo ist die XY-Koordinate der linken unteren Ecke. In diesem Fall ist es 0, 0 hier und in der Gegend von 5 cm oder 50 mm hier oben. Die Ausleitung muss enthalten die Gerber-Files, die IDF-Dateien, EMN und EMP und eventuell die Netzliste im IPC-Format. Wenn man keine Bauteile importieren will, lässt man das weg. Wenn man keine Netzliste importieren will, lässt man das IPC weg. Ich habe den Import natürlich schon vorbereitet und zeige jetzt das TRM-Modell. So sieht es dann letztendlich aus. Die Einzelteile sind die folgenden. Das ist die Größe des Boards, 50 mm in X und 26,4 mm in Y. Der Lagenaufbau ist angenommen der folgende. Wenn man ein neues Board anlegt, drückt man einfach die rechte Maustaste und erzeugt eine leere Tabelle für n Lagen und in diese leere Tabelle trägt man dann die Größen ein, die hier zu sehen sind. Die Gerber-Files müssen gelesen werden und zum Beispiel in so eine rosa Grafik umgewandelt werden. Das passiert hier mit dem Belichten Knopf. Hier kontrolliert man, ist die XY-Größe korrekt, ist das komplette Board drauf. Oder wenn man ein sehr großes Board hat, ist ein gewisser Ausschnitt drauf, der von Interesse ist. Das gleiche macht man für die Bottomlage und wenn es viele Lagen sind, gibt es rechte Maustaste, alle Lagen lesen und konvertieren. Das läuft dann automatisch hintereinander ab. So, wir schauen kurz an, wie der Import jetzt ausschaut. Die Toplage ist überwiegend mit Kupfer gefüllt. Die Bottomlage hat dieses Layout. Dazwischen ist ein dickes Prepreg. Als nächstes werden die Bohrfiles importiert, beziehungsweise ein Bohrfile in diesem Falle. Er enthält in diesem Fall nur Plated Through-Holes. Through-Hole ist die Technologie. Das ist das Plating. Ich nehme 25 µ an. Und mit was geplated wird, das sei Kupfer. Auch das muss ich konvertieren, einlesen und Bohrungen erzeugen. Nun ist leider der Excelon-File von Target nicht vollständig in dem Sinn, dass der Header komplett ist. Es fehlt zum Beispiel, sind die Zahlen, die in der Datei stehen, in Inches oder in Millimeter gemessen. Ich weiß, dass es Inches sind. Und es fehlt eine Anweisung, File Format, die anzeigt, wo ist der Dezimalpunkt in diesem Integer-String der Koordinaten. Ich vermute, es ist 3. Wir schauen mal. 3 Stellen hinter dem Komma. Und wir kriegen jetzt ein Kontrollbild. Richtig getroffen. Das sind die Bohrungen. Und diese Zahlen werden jetzt in eine Bohrliste übernommen. Ich sage ja, wir wollen die schon mal eingelesenen Bohrungen nochmal überschreiben. Insgesamt sind das jetzt hier
29 Bohrungen. Es macht kaum einen Unterschied für die Berechnung, ob es 29.000 Bohrungen sind. Bei hoher Zahl wird natürlich die Grafik dann etwas langsam, weil Bohrungen werden im 3D angezeigt als Zylinder. Und ich kann sogar abfragen, welche Bohrung wo ist und hier in der Tabelle eventuell irgendetwas ändern. Ich kann auch von Hand durch Zahleneingabe über die Tastatur selbstgemachte Bohrungen dazufügen und per rechter Maustaste eventuell ein Pattern erzeugen, also ein Bohrfeld. Der nächste Schritt ist, die Dateien zur Verfügung zu stellen, die die Bestückung beschreiben. Da haben wir primär die IDF-Dateien, die die Bauteilposition und Umrandung beinhalten. Und dann haben wir als zweite Zugabe die Netzliste im IPC-Format. Die Konvertierung dieser Dateien geht hier über den Knopf Konvertieren. Die mittlere Zeile mit Pins hätte ich mir schenken können. Es gibt keinen Inhalt, der Solid Pins darstellen sollte. Ich drücke mal auf Konvertieren. 19 IDF Bauteile gefunden. Möchten Sie importieren? Nein, ich will nicht importieren. Das war schon erledigt. Das gleiche mache ich mit dieser IPC. Das sage ich jetzt natürlich auch nein. Die Imports sind schon gemacht worden. Und zwar sehen wir jetzt hier die Bauteile in alphabetischer Reihenfolge. Die gelben Bauteile sind absichtlich gelb gemacht worden, weil hier ein Watt jeweils zugewiesen worden ist. Man kann jedes Bauteil hier separat einfärben, wie es einem gefällt. Und dann hier zum Beispiel eine Zahl eintippen oder über rechte Maustaste Dateien importieren. Das würde jetzt hier zu weit führen, das alles zu erklären. Die zweite Abteilung kommt aus der Netzliste. Es handelt sich um Kreise oder Zylinder und die Benamung ist folgendermaßen. Zuerst kommt der Netzname, dann eine Tilde, dann das Bauteil und die Nummer des Pads oder Pins, der an dieser Koordinate liegt. Die Netze sind auch alphabetisch sortiert. Auf der rechten Seite gibt es eine grafische Ansicht von dem, was eingelesen worden ist. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Top-Bauteile und die Top-Lage. Oder wir können die Bottom-Bauteile anzeigen mit der Bottom-Lage. Man kann hier anklicken, einen Wert eintippen oder hier die Farbe ändern. Man kann Bauteile verschieben, man resizen, neue Bauteile erzeugen, je nachdem, was man vorhat. Gut, was ich jetzt ausgewählt habe, sind diese drei ICs. Da soll jeder von denen 1 Watt geben. Angenommen, die Liste ist sehr lang und unübersichtlich, dann gibt es hier eine Abfragefunktion, zeige mir die Zeilen mit Watts ungleich 0. Und hier sieht man die Dimension, geben wir dem hier vielleicht 0,5 Watt, weil er der kleinste ist. Ja, das ist schon alles, was man für die Berechnung braucht. Man muss die Umgebungstemperatur definieren und ich wähle jetzt das einfachste Umgebungsmodell aus, nämlich dass die Platte in freier Konvektion im Labor ungestört vor sich hin heizt, ohne Beeinflussung durch Klimaanlagen, Menschen, Fenster etc. Die Raumtemperatur sei meinetwegen 25 Grad. Und ich starte, ohne viel zu erklären, die Berechnung. Hier unten läuft ein
Kontrollbildschirm, der sagt auch schon, dass die Berechnung fertig ist, 140 Grad. Logisch, die Platte ist nur 5 cm groß, da sind 3 Watt oder 2,5 Watt Verlustleistung natürlich schon etwas viel. So sieht das aus. Die Bauteile sind auf Bottom und man kann jetzt hier die Ebenen durchsteppen und die Temperaturverteilung sich anschauen. Vielleicht habe ich es mit der Verlustleistung übertrieben und jetzt machen wir nochmal eine Demonstration dieser Tabelle. Angenommen, ich will alle Werte durch einen Faktor 2 dividieren, dann suche ich mir die entsprechenden Zeilen raus, Zellwerte ändern. Der neue Wert ist 0 plus 0,5 dem alten Wert und schon sind die Zahlen geändert. Und ich kann neu rechnen und dann das zweite Test. Und warum ich das mache, sieht man gleich. Es wird nämlich daraus ein Teil der Beschriftung erzeugt, der auf den automatischen Bildern zu sehen ist. Hier die Ergebnisbilder erscheinen automatisch. Man braucht kein komplexes Post-Processing machen, um hier die Temperaturen zu sehen. Gut, das war jetzt die Heizung durch die Bauteile. Jetzt nehmen wir irgendeine beliebige Stromheizung an. Ich kenne die Schaltung nicht und die Ströme nicht. Wir erfinden einfach etwas. Zum Beispiel nehmen wir hier dieses 15 Volt Netz und aus Simulation, Spice oder Erfahrung wissen wir, dass vielleicht 5 Ampere fließen. 5 Ampere von diesen drei Kontakten in Summe. Ich muss nicht 5 Ampere durch 3 dividieren. Ich wähle das Amperefeld, die Amperefelder aus. Zellwerte ändern. Wert ist A geteilt durch Zahl der markierten Zellen. Die Zahl der markierten Zellen kennt das Programm natürlich. Ich mache hier 5. Und jetzt habe ich 1,66 als. So, jetzt brauche ich einen negativen Strom, um diesen Quellstrom zu vernichten. Die Summe der Ströme in einem Netz muss 0 sein. Und die Hälfte von 5 ist 2,5 und das Negative davon minus 2,5. Ausnahme ist, wenn ich eine Voltangabe mache, dann schließt sich der Stromkreis automatisch. Gut, ich erzeuge eine neue Simulation mit Strom und starte die Berechnung. Zuerst läuft eine Schleife über die Stromnetze ab und es wird berechnet, wie viel Watt entstehen. Hier sieht man 0,14 Watt in diesem Netz. Und diese Watts werden jetzt Punkt für Punkt zur Verlustleistung dazugezählt und natürlich auch die Bauelemente letztendlich. Die Maximaltemperatur ist 91 Grad. Diese Linie haben wir vorhin nicht gesehen. Die kommt von der Stromzuweisung. Hier ist K1, K1, hier ist K2. Und die speisen jetzt Strom ein und der Strom wird vernichtet hier auf IC1, Pin Nummer 9 und hier oben auf IC3, Pin Nummer 8. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Man kann sich auch die Stromdichte anschauen. Hier bei den Innenradien gibt es immer eine Stromerhöhung. Hier ist die Stromrichtung von Plus nach Minus angezeigt. Hier haben wir mehr Strom als hier. Hier wird ja schon die Hälfte abgezogen und die andere Hälfte fließt dann hier weiter. Das Ganze lässt sich auch dreidimensional darstellen.
Zum Beispiel können wir die Temperaturkarte auf Top anschauen, die Temperaturkarte auf Bottom und vieles mehr. Die alten Ergebnisse sind nicht verloren, die alten Ergebnisse werden hier abgespeichert. Es gibt noch viele Optionen, die ich jetzt hier nicht erklären kann. Transiente Rechnung, sowohl thermisch als auch elektrisch, temperaturabhängige Berechnungen und so weiter. Falls Sie Interesse haben, werfen Sie einen Blick auf www.adam-research.de für weitere Informationen. Es gibt auch eine Testinstallation. Besten Dank fürs Zusehen.